Wenn nichts geht, dann geht es erst richtig rum. Warum? Wenn nichts mehr geht, sind alle Türen, die verschlossen sind, zu. Das heißt, die Türen dürfen zubleiben, weil hinter diesen Türen keine Lösung steckt, die wir vorher immer versucht haben, offen zu drücken. In diesem Moment tun sich dann genau gerade wieder neue Türen offen. Und diese Türen, die dann offen gehen, die haben viel mehr Input, die haben viel mehr Lösungspotenzial und viel einfacher und viel schneller, als wir es zuvor gedacht haben. Weil wir immer gedacht haben, wir müssen durch diese eine Tür und hinter dieser Tür steckt unser Glück. Weil wir einfach nicht umgedacht haben, weil wir nicht umdenken, weil wir einfach wie immer im Kreis drehen, weil unser Ego dafür sorgt, dass wir nur diese eine Tür nehmen und nicht die wahre Tür. Und darum lade ich euch noch einmal ein, am 27. zu unserem Seminar vom Leben getragen. Inhalt: Wo kommen unsere Gedanken her? Wer denkt unsere Gedanken? Wie kommen wir zu unseren Gedanken? Wie kommen wir zu unserem verfixten Leben? Wie haben wir das hingekriegt? Wie haben wir das gestaltet? Wie zufrieden sind wir? Möchten wir noch ein bisschen was anderes haben? Möchten wir es noch eine Stufe glücklicher? Was meinst du? Schaffen wir das? Ich sage Ihnen, wir schaffen das. Ich gebe Ihnen Lösungsvorschläge. Ich arbeite mit Ihnen Ansätze, die Sie zu Hause umsetzen können. Und es wird ein wunderbares Leben, eine wunderbare Zeit. Nehmen Sie sich den Mut, kommen Sie. Die Tür ist auf. Diese Tür ist auf. Die andere, die zu ist, das wissen Sie selber. Auch wenn Sie es nicht glauben wollen. Noch einen schönen Abend. Ciao.